Hallo ihr Lieben, hier ist Jana von Janas Bastelwelt, heute mit einem Videotutorial zu dieser Karte, beziehungsweise vor allem der Hintergrund steht dabei jetzt im Mittelpunkt, da ich euch einmal gerne zeigen möchte, wie ich diesen gemacht habe. Ich habe jetzt Seidenglanzfarbkarton genommen mit den Maßen, das müssten jetzt genau 10 x 14,3 cm sein. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hier gut erkennen kann, der schimmert nämlich so schön. So. Und zwar habe ich mir diesen, ich lege jetzt auch einmal, obwohl, machen wir jetzt so, mit dem Wassertankpinsel, der ist jetzt noch ein bisschen wassermelonig, nicht irritieren lassen, angefeuchtet. Und zwar da, wo ich auch nachher die Farbe haben möchte. Die drücke ich mir hier einfach, indem ich das so zusammendrücke, in den Deckel. Gebe dann auch nochmal ruhig ein bisschen Wasser mit da rein, um das schön feucht zu machen. Und gehe dann hier nochmal so drüber. Und das mache ich jetzt einfach so oft, bis mir die Intensität des Ganzen gefällt. Das heißt, man kann das jetzt auch nochmal ein bisschen antrocknen lassen. Vielleicht punktuell nochmal drüber gehen, um ein bisschen Struktur reinzukriegen. Für die Sprenkel auf der Karte habe ich auch gut feucht, Pinsel gut angefeuchtet in die Farbe rein und die sind dann einfach, ich sprenkel hier gerade meinen ganzen Tisch mit, hier so drauf geklopft. So. Das Ganze wird dann trocken geföhnt. Das habe ich jetzt einfach hier schon mal vorbereitet. Hier ist jetzt mal ein Beispiel, wie das Ganze dann aussehen kann. Nehme ich hier einmal die andere Seite. Im nächsten Schritt nehme ich mein Versamark-Stempelkissen. Es ist wirklich wichtig, dass das Ganze jetzt gut trocken ist, damit das goldene Embossing-Pulver wirklich nur dort hält, wo ich auch mein Versamark verteilt habe und nicht auf der eventuell noch feuchten Farbe. So, das ziehe ich dann jetzt einfach hier mal so ein bisschen kreuz und quer drüber. Pulver drauf. So. Und dann nehme ich mir meinen Heißluftföhn und erhitze das Ganze. So, das Papier wälzt sich dadurch ein bisschen. Das kann man sich aber wieder ein bisschen zurecht biegen. Das ist also jetzt nicht so das Problem. Und durch das Drüberziehen hat man hier auch so ganz toll diese Struktur drin, was ich ja finde, was diesen sehr künstlerischen Effekt bei dem Ganzen beschert. So, dann habe ich hier das Stempelset Kreativität verbindet genommen. Daraus einmal Liebe deine Kunst. Weil das Papier so ein bisschen gewellt ist. Das kann ich hier noch mal so ein bisschen runterbiegen. So. Habe ich das dann direkt mit zwei Magneten befestigt. Der Text kann ein bisschen höher. Halt aufpassen, dass man jetzt nicht über das Embosste kommt, weil da kann das natürlich nicht so gut abstempeln. So. Dusselige Magnete. Ihr sollt doch nicht zusammen. Ja, das sieht doch schön gerade aus.
das Ganze klebe ich dann jetzt auf meine Grundkarte. Das ist Farbkarton Flüsterweiß. 14,8 x 21 cm auf der langen Seite mittig bei 10,5 cm gefalzt. Da jetzt nicht mit Kleber geizen, weil das Papier jetzt ein bisschen steif ist durch das Anfeuchten, Embossen, Erhitzen und was wir damit jetzt gerade alles so gemacht haben. Das heißt, das ist dann jetzt gerade ein bisschen widerspenstiger. Lässt sich aber auch festkleben, also keine Sorge. So. Außer in der Ecke hier, ne? Das ist jetzt der Vorführeffekt. Da muss ich vielleicht gleich noch mal ein bisschen. Hier kann man immer guten Schnipsel nehmen. Tombo noch dran. Dann kann man das hier so zwischenschieben. Und festdrücken. Dann, das habe ich jetzt allerdings schon vorbereitet, weil das Video sonst ewig lang würde, habe ich mir diverse Motive mit dem Memento-Stempelkissen auf flüsterweißen Farbkarton aufgestempelt, das Ganze koloriert und mit den passenden Stanzformen ausgestanzt. Das sind jetzt all diese kleinen Motive hier. Welche Farben ich genau verwendet habe, findet ihr im Blogbeitrag, da habe ich die verwendeten Materialien soweit alle verlinkt. So. Und da habe ich jetzt das ein oder andere direkt drauf geklebt. Das hält auch auf dem Embossingpulver. Und ein paar Motive habe ich dann auch mit den Dimensionals ein bisschen erhöht. Um halt einen schönen, abwechslungsreichen Effekt zu haben. Und zu guter Letzt teilen wir noch das eine oder andere Strasssteinchen. Schwupps. Und voilà. Fertig ist die Karte. Ich hoffe, euch gefällt die Idee. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!